Und in der heutigen Folge schauen wir uns gleich 4 Spielsets von Paw Patrol an. Und zuerst werfen wir einen Blick auf Rubbles Mountain Rescue. Hier haben wir einen kleinen Eisbären und Rubble und sein Fahrzeug. Auf der Rückseite der Verpackung sehen wir schon einige Funktionen, aber wie immer packen wir das Spielzeug erstmal aus. Im Inneren befinden sich jede Menge Einzelteile, die wir jetzt mit Hilfe der Bauanleitung zusammenbauen. Los geht's! Hier haben wir den Berg, ein paar Kurven, gerade Straßenteile und das Karussell. Und dieses Karussell müssen wir unten noch mit einem Verbinder zusammenfügen. Oben machen wir das mit einer Straße. Und zu guter Letzt die Hütte aufstecken, das Karussell anschließen und Rubbles Mountain Rescue ist soweit fertig zusammengebaut. Das heißt, wir können in die Testphase übergehen. Also setzen wir den Eisbär in den Korb und legen den Hebel um. Und dann rast der Eisbär von der Berghütte bis ins Tal. Das Ganze testen wir nochmal aus, einfach den Hebel umlegen und bis ganz nach unten. Und gleich hinter dem Eisbären verbirgt sich die nächste Funktion, nämlich ein Aufzug für Rubble. Und dann rast auch er mit seinem Fahrzeug bis nach unten. Das Ganze testen wir jetzt nochmal aus. Den Rubble vor den Berg fahren, den Aufzug herunterlassen, Rubble auf den Aufzug positionieren und nach oben fahren und starten. Und dieser Vorgang lässt sich beliebig oft wiederholen. Ihr könnt aber auch sowohl Rubble als auch den Eisbären gleichzeitig fahren lassen. Und derjenige, der besser gleitet und besser startet, kommt als erster unten an. Ihr könnt aber auch andere Fahrzeuge, wie dieses Fahrzeug von Ryder, die Rampe runterrutschen lassen. Also starten lassen und los geht's. Aber jetzt weiter zu den anderen 3 Spielzeugen. Also nun weiter zu den nächsten 3 Sets. Zum einen haben wir hier den Lookout Tower, ein Leuchtturm-Rettungsset und einen Zug. Aber wir starten mit dem Leuchtturm-Rettungsset. Und dieses verfügt über jede Menge Zubehör und Funktionen. Hier auf der Rückseite können wir einige der Funktionen schon sehen. Ebenfalls werden uns die verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten der einzelnen Spielsets aufgezeigt. Aber ich würde sagen, wir packen dieses Set jetzt erstmal aus und bauen es anschließend zusammen. Hier haben wir eine kleine Figur von Sky sowie eine Figur von Zuma und sein Fahrzeug. An der Seite könnt ihr die Verpackung öffnen, um anschließend den Verpackungsinhalt herauszuholen. Mit dabei sind jede Menge verschiedenfarbige Einzelteile, die wir jetzt zusammenstecken. Also zuerst ein Straßenteil anstecken, den Leuchtturm aufstecken, Sky mit einer durchsichtigen Befestigung an den Leuchtturm anstecken, eine Grasweiche aufstecken und die restlichen Straßen bzw. Schienenteile anfügen. Das letzte Straßenteil anstecken und die Leuchtturmrettung ist soweit fertig zusammengebaut. Also können wir uns jetzt an das Austesten der Funktionen machen. Zuma könnt ihr mit einer Startrampe starten lassen und dann wird das Fangnetz von Wally geöffnet. Und beim Drücken der Taste auf den Leuchtturm dreht Sky ihre Kreise um diesen. Und mit ausgeschaltetem Licht sticht uns auch die Leuchtfunktion ins Auge. Aber jetzt weiter zum nächsten Spielset und zwar dem Adventure bei Roll Patrol Spielset. Hier haben wir ein Fahrzeug von Rubble und ein Fahrzeug von Ryder mit dabei. Und im Inneren erwarten uns die ganzen Straßenteile. Und beim dritten und letzten Spielzeug haben wir einen Zug und jede Menge Schienenteile mit dabei. Also lasst uns das Ganze zusammenbauen und anschließend begutachten. Hier links haben wir das Adventure Bay Set
Und hier rechts haben wir noch Platz für die Schienen des Zugsets. Der Zug verfügt sogar über einen Motor und kann somit von ganz alleine seine Runden über den Schienenkreis drehen. Links daneben bzw. in der Mitte befindet sich unser Leuchtturmset. Bei diesem gab es ja eine Funktion mit einem Fangnetz von Wally. Das Fangnetz wird mit einem Hebel entriegelt. Das heißt, beim Vorbeifahren betätigt Zuma den Hebel und das Fangnetz öffnet sich. Hier sehen wir es. Beim Betätigen des Hebels wird durch eine Feder das Fangnetz geöffnet. Gleich hinter Wally befinden sich Wasserstraßen, die in eine kleine Grotte führen. Da könnt ihr das Fahrzeug von Zuma ganz einfach durchschieben. Und wenn ihr ein Fahrzeug von der Rampe starten lassen wollt, dann kann das Fahrzeug nicht nur in eine Richtung fahren, sondern mit Hilfe dieser Baumweiche könnt ihr die Richtung ändern. Wenn wir diese so eingestellt lassen, fährt das Fahrzeug wieder zu Wally und seinem Fangnetz. Wenn wir diese aber umstellen, dann fährt das Fahrzeug gerade weiter. Und zwar zu unserem letzten Spielzeug, dem Adventure Bay Spielset. Und auch dieses Spielset kann beliebig mit den anderen kombiniert und zusammengesteckt werden. Hier sehen wir es, wir können die Schienen und die Straßen beliebig kombinieren, um aus dem Zugset und aus dem Adventure Bay Set ein großes Spielset zu bauen. Und beim Zugset ist auch noch ein Tunnel mit einer coolen Funktion mit dabei. Und zwar, ihr habt es gerade gesehen, ich habe die Steine ausgeklappt und mit einem Drücken auf den Knopf werden diese wieder eingeklappt und der Zug kann den Tunnel passieren. So könnt ihr eigene Geschichten mit den Paw Patrol Figuren nachspielen. Die Steine umklappen und wieder entriegeln. Gleich daneben haben wir eine Art Stopper. Wenn wir den umlegen, dann hält der Zug an, um die Fahrgäste einsteigen zu lassen. Also setzen wir den Chase mal auf den letzten Waggon. Den Stopper wieder umlegen und der Zug kann weiter seine Kreise drehen. Stopper wieder umlegen und der Zug hält auch bei eingeschaltetem Motor wieder an. Zur gleichen Zeit hindert die Bahnschranke Fahrzeuge daran, über die Schienen zu fahren. Sobald kein Zug auf den Schienen unterwegs ist, könnt ihr die Schranke nach oben klappen, um Rubble und sein Fahrzeug das Durchfahren zu gewähren. Anschließend könnt ihr sein Fahrzeug zum Beispiel auf dem zweiten Waggon unterbringen. Und beim Adventure Bay Spielset haben wir noch einen Lookout Tower mit einer Drehscheibe mit dabei. Und wenn wir diese in Position drehen, können wir beim Schlagen auf das Fernrohr das Fahrzeug starten lassen. Und natürlich ist auch die bekannte Rutsche angebracht. Mit dieser könnt ihr die Figuren über die Rutsche ins Fahrzeug rutschen lassen, um danach die Fahrzeuge starten zu lassen. Und neben der Kommandozentrale ist natürlich auch die Brücke ganz bekannt. Und selbst bei dieser ist eine kleine Funktion versteckt. Beim Drücken des Knopfes könnt ihr die Brücke einbrechen lassen. Ihr könnt die Brücke aber auch ganz schnell wieder reparieren. Mit dabei ist auch noch eine Ampel, bei der wir sogar das Ampellicht steuern können. Oben am Drehknopf könnt ihr drehen, um die Ampel somit von Rot auf Grün umzustellen. Oder andersherum von Rot auf Grün zurück. Dann hätten wir uns jetzt alle Spielzeuge von Paw Patrol angesehen. Zum einen den Zug, das Adventure Bay Set, den Leuchtturm und Rubble's Mountain Rescue. Wenn ihr mehr Spielzeuge und Unboxings von Paw Patrol sehen wollt, könnt ihr dieses gerne in die Kommentare schreiben. Gerne könnt ihr auch andere Spielzeug- oder Videovorschläge in die Kommentare schreiben. Wenn euch das Video gefallen hat, dürft ihr diesem gerne einen Daumen nach oben geben und den Kanal kostenlos abonnieren. Ansonsten bis zum nächsten Mal, euer Kinderspielzeugkanal.